So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Das ist der Ramses in der Mitte hier zwischen die zwei kleinen Erikse. Das ist der Hannes, grüß euch. Wie heißt du denn eigentlich im Spiel, Hannes, dass die Leute das mal verstehen? Eiberscharf 1. Eiberscharf 1. Und ja. Das ist zu meiner Rechten? Die Jenna. Die Jenna. Wie heißt du denn da im Spiel? Jenna 86. Jenna, naja. So. Wir haben uns gedacht, weil die Jenaya und der Hannes heute an diesem einen Tag beide gleichzeitig da sind, wir wollen mal eine kleine Lok-Modul-Session machen, denn zufälligerweise an unserem Tasting, aka Challenge-Tisch, sind drei Stops. Ich muss eh noch ein paar Aufgaben machen, wo ich was entwickeln muss an einem Modul. Deswegen werde ich jetzt zwei Module zünden von einem kleinen Account. Jenaya übernimmt den dritten. Und damit es uns nicht so langweilig ist, haben wir hier noch ein paar Red Erics dabei. Das hat die Jenaya gesponsert. Der Hannes kriegt einen Red Eric. Oh, die Jenaya kriegt einen Red Eric von sich selbst. Ein Red Eric nehme ich natürlich. Und das vierte Red Eric, das ist für den Kameramann, für der Fahrer. Der ist nämlich da. Servus, der Fahrer. Ja, servus. Grüß dich. Das ist deins, genau. Ein Problem, was ich habe, ist, dass ich ja immer meinen Bildschirm einblenden muss. Weil die Jenaya nicht erkannt werden möchte, damit sie sich auf der Straße bewegen kann, ohne angesprochen zu werden, wird die Wahrscheinlichkeit wohl hoch sein, dass die Jenaya wohl verdeckt ist, damit ihr den Hannes seht. Und das ist zum Eigenschutz. Ich hätte es auch in der Mitte machen können, da sieht man mich nicht, man hört mich ja, seht ja die anderen, aber machen sie jetzt einfach so irgendwie. Was ich sehe, da geht ein Ei auf, was auch immer da drin ist. Ein Mobile. Dürfte ich aber schon haben, ja, dürfte ich, habe ich, kein Problem. Kann ich gleich was Neues nehmen. Da ist der Habanero Lime. Ich mache jetzt erste Mal die zwei Module an. Also hier ein Magnetmodul, daneben ein Moosmodul. Die Jenaya macht ein Regenmodul. Und dann mal gucken, ob ich was entwickeln kann. Wichtig ist auch, Olini zu fangen. Bei uns ist gerade frisch Olini da, man muss Olini fangen, entwickeln für die Aufgabe, für die Sammler, Herausforderungen und den ganzen Mist. Das möchte ich machen, das heißt, ich versuche bei Olini immer eine gelbe Beere zu nehmen. Die anderen Sachen fängt man so, wenn man alles weggefangen hat, kann man ja mal gucken, dass man ein bisschen was entwickelt zwischendurch. Da ist noch eins, wunderbar. So großes. Oh, ein riesiges. Zum Glück kann ich keine Showcases machen. Die Jenaya freut sich bestimmt, weil die kann noch große Oliven entwickeln. Schier. Ich hab meinen schon reingesetzt, ich bin Erster. Ach verdammt, hast du mich schon wieder? Ja. Sag mal. Wenn du aber dasselbe fängst und reingesetzt, es müsste doch genau das Identische sein, oder nicht? Also ja, die ja, V. Natürlich. Das hatte ich beim CD letztes Mal, beim letzten CD auch. Da habe ich, hat sich NS reingesetzt. Und meins, das eigentlich dasselbe war, war zwar ein Shiny, aber eigentlich hat es die gleichen Werte gehabt, war besser. Hatte mehr Punkte bekommen. Da habe ich immer aus Spaß immer gesagt, das ist der Shiny-Bonus. Du hast dich nach ihm reingesetzt oder vor ihm? Nach ihm. Ich habe ihn dann quasi runterge... Also sie kommt danach mit dem gleichen und rutscht hoch. Ja, vielleicht ist das, wenn ihr da Erfahrung drin habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten, was soll ich denn sonst hier fangen? Ich habe halt nicht so viel Bälle, ich muss mit den Bällen aufpassen. Und was wir auch machen müssen, unbedingt, ist das Faxe Red Eric aufmachen. Ich hoffe, da hier ist nicht noch ein Olini dahinter. Ich glaube nicht. Saß, glaube ich, nur eins. Ich versuche mal ganz kurz hier die Blutzug loszuwerden. Die versperren nämlich die ganze Sicht, da sieht man gar nichts. Das heißt, die Blutzug müssen weg. Dann sieht man genau nur die drei Stops. Dann kann man das Faxe aufmachen. Da ist ein Olini rausgekommen. Jetzt guckt nicht, da ist gerade Strawiggel im Fangbild, aber da ist noch ein Olini aus dem Stop. Perfekt. Aus einem Magnetmodul. Ich denke, da musste hier Moosmodul zünden, aber ne, macht einfach Magnetmodul, da kommt Olini raus. Aber ja, das lockt ja auch die Pokémon, die gerade aktuell sowieso in der Umgebung sind. Plus eben ein paar Stahl- oder Elektro-Pokémon. Das passt also sehr gut. Den hier kann ich eigentlich ausmachen. Den brauche ich gar nicht mehr, der gibt ja nur Hotspot. So, dann immer dran denken, alle 5 Minuten zu drehen. Das müsste ja eine halbe Stunde hier gehen. Hat jemand auf die Uhr geguckt, wann wir angefangen haben? 55, glaube ich. Ja. 55? Jo. Da kann man jetzt auch mal ein Bier aufmachen hier. Nämlich das Faxe Red Eric. Ihr kennt ja vielleicht Faxe in der weißen Dose, in der schwarzen Dose, das heftige. Das ist mittlerweile so ein Insider bei uns geworden. Das rote Faxe Red Eric. Red Eric? Red Eric? Das ist wegen dem Account schon wieder.
Es hat 6,5. Das ist unser Genussbier zum heutigen Zusammenkommen. So. Dann Prost, Hannes. Prost. Prost. Prost, Shania. Prost, Prost. 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 Und ich glaube, ihr hattet recht, das Pump Gin ist wohl auch eine Tauschentwicklung, ja? Jo. Das heißt, dann ist ja egal, wie viele Bonbons man hat. Man tauscht einfach mit den Leuten daneben. Und dann kann man das auch entwickeln für die Aufgabe. Denn es ist in der Fangherausforderung, Sammelherausforderung-Dings, ist ja trotzdem eine Aufgabe drin, dass du jede Größe von Irbis fangen sollst, alle vier aber auch entwickeln sollst. Ansonsten bräuchte das 200 Bonbons. Da bräuchte ich 800 Bonbons. Das geht nicht. Wegen dem Husten, das wird jeden Tag schlimmer. Jetzt sagt nicht, ja, dann zieh dir halt mal was an bei dem Wetter. Das hat andere Gründe, aber morgen ist ein Arzttermin gemacht. Mein erster Arzttermin in Meiningen, weil die Ärzte nehmen keinen mehr an, der nicht hier in Meiningen rumhaust. Deswegen mal gucken, was bei rauskommt. Ich denke mal, es ist Asthma. Wie von seit der Kindheit her, was jetzt mittlerweile immer mehr wieder auf die Lunge schlägt. Vielleicht ist es auch Long-Covid, vielleicht ist es auch einfach nur, keine Ahnung. Vielleicht ein Kloß im Hals, ne, vom Mittagessen noch. Hat sich festgesetzt. Ich warte jetzt hier weiter auf. Na warte, ich muss ja entwickeln. Was muss ich entwickeln? Ich brauche, glaube ich, Krabbox. Das war wichtig für Krabbox. Wollte ich unbedingt. Nein, es ist das falsche Modul. Es wäre ein Gletschermodul gewesen. Oh nein. Jetzt hat man extra ein Regenmodul angemacht. Niemand hat ein Regenmodul, ja. Und dann findet man eins auf der Straße, macht es an, damit ich Krabbox entwickeln kann und es funktioniert nicht. Genial. So, überlegen, was war noch? Weshalb wollte man das andere anmachen? Das Magnetmodul. Hatte erst ein C-Day, das weiß ich noch ganz genau. Das Akup. Digga, da hinten ist der Zahnarzt ausgebrochen. Hörst du es? Wie sich das. Akup. Da muss ich aber mal gucken, ob ich genügend. Mabula. Mabula was? Scheiße, das wird aber auch nichts. Ich habe 117 Bonbons, wenn ich das jetzt entwickle für 25, habe ich nicht. Hast du zufälligerweise ein Akup, was du nicht mehr brauchst, oder du, Hannes? Akup? Dann hätte ich ein Akup, brauche ich ja nur 100 Bonbons, um es zu entwickeln. Akup. Bis der Hannes fertig ist mit Sucher, hatte ich ihn nachher schon 10 getauscht. Dann würde ich gern vielleicht mal ein Akup von dir nehmen. Ja, klar. Das ist nämlich der Vorteil, wenn man zusammen mit anderen Spielern spielt, während hinten einer zersägt wird. Das finde ich sehr gut. Jetzt sehe ich deine ganzen Glücksfreunde. Ich erlaube mir, die Freiheit rauszunehmen, hier erst noch die Stops zu drehen, bevor ich in das Tauschbild reingehe. Mit sie mir auch wieder Geschenke. So, wo ist sie? Da ist sie. Wunderbar, da ist sie. Kriegst auch ein Flabebe. Für ein Akup, was man dann theoretisch jetzt hier entwickeln müssen, dürfen könnte. Was entwickelst du da? Mein 100er Akup. Jetzt nach dem C-Day macht er sich ein 100er Donarion ohne C-Day-Attacke. Der Hannes ist halt echt ein Knaller, ne? Guck dir das an, was der immer loslässt. Jo. Darauf erstmal ein Faxe. Oh ja, Prost. Prost. Oh, das schmeckt aber. Stark, ne? Wollte ich da irgendwie so mit reinbringen. Dies pfeift nein. Da hätte man ja auch mal den Test machen müssen, auch von der Farbe her, weil da steht ja überall Red Beer. Ist das überhaupt, hast du das schon mal in ein Glas geschenkt und aus dem Glas getrunken? Nee, noch nie. Immer nur so aus der Dose. Also weiß gar keiner, ob das farblich überhaupt rot ist. Weil hier oben, es ist auf jeden Fall so leicht orange, wenn ich mir hier oben die Reste oben ansehe. Die Reste. Ja, beim Hannes sind auch Spuckreste oben an der Dose. Das sieht schon fast so aus. So, ein Kleinstein ist am Start. Ein Kleinstein. Ja, komm, ja. Rötlich ist es. Machen wieder einfach diesen. Ein Kleinschwein. Dann sitzt hier eh nichts rum. Das ist weg. Ja, da hätte man statt dem Regen-Dings-Modul, hätte man noch ein zweites Pflanzenmodul irgendwas machen können.
damit man da noch ein paar mehr Oliven kriegt. In der Nähe ist auch noch ein fetter Kürbis, sehe ich gerade. Einer von der Größe, die ich noch nicht habe. Der ist einfach an dem Stop vor mir, sitzt aber nicht da. Ich glaube, da muss ich aufstehen und ins Gebüsch laufen, dass ich den dann sehe. Kann man ja gleich machen, ist ja kein Problem. Guck mal, Hannes, kurz vorm Schornstein. Genau. Kommt die Sonne kurz vorm Schornstein ist die Sonne da, die wir sonst immer antreffen, wenn sie hinterm Schornstein versunken ist. Das bringt ein episches Feeling hier rein. Ich fand gerade einen Kleinstein. Vor dem Vorstein. Frosch. Der Frosch. Ah, das bleibt nicht drin. Ein wildes Irbis. Denkt dran, dass ihr die aufhebt. Ja, das ist wichtig. Dann können wir uns gegenseitig pushen. Für die Forschung. Und jetzt ist es auf einmal weg. Jetzt ist der Schatten nicht mehr da. In der Bierneiliste. Gesundheit. Der Schatten ist fort in der Bierneiliste. Das kann doch nicht sein. Sowas. Und Lil Minip. Für Module gibt es gar nicht, ne? Für Modulentwicklung. Was? So ein Suchbegriff nach den ganzen Pokémon, die ein Modul sich entwickeln. Nur am Modul entwickelbar. Musst du mal ausprobieren. Das wird bestimmt nicht gehen. Na, was haben wir denn da? Wir haben Glaciola und Folipurba. Man hat Akub. Und ja, das Viscora. Nee, geht nicht. Ihr zeigt mir gerade nichts an, nur mit Modul entwickelbar. Das war ja auch ein Scherz. Wenn es funktioniert, Alter. Was aber, wenn wir trotzdem ein Regenmodul gezündet haben, dann kann ich ja mal gucken, ob ich Viscora weiterentwickeln kann. Das Ganze, was kann man damit entwickeln? Habe ich nur 98 Bonbons. Mir fehlt sogar das zweite. Das heißt, wenn du das zweite hast und im Spezialtausch zu mir rüberschickst und ich dann alles verschick, was ich habe, dann habe ich 100 und kann dann das letzte. Nein, ich keine Ahnung. Ich kann es entwickeln. Kann ich dir geben. Ich hab noch zwei Viscoren. Ja, aber ja, man macht ja keinen Spezialtausch für die zweite Form und man dann. Ich glaube, da braucht man einfach Geduld, sage ich jetzt, wo sie es schon entwickelt hat. Da braucht man einfach Geduld. Irgendwann hat man die Bonbons eh voll und dann kann man das mal entwickeln. Da brauchst du halt dann wieder ein Regmodul, aber ist jetzt Quatsch, machst du Spezialtausch. Dann hast du die Form, die du noch nicht hast, aber hast dann, wenn du noch zwei verschickst, obwohl ich nur eins habe, es würde alles nicht reichen. Es würde nicht, ich müsste das verschicken und das, was du mir gibst, dann hätte ich vielleicht 100, aber keinen Viscora mehr zum Entwickeln. Ja, stimmt. Doch, ich gebe dir eins, was du verschickst, damit du das zweite nicht verschickst. Dann hast du das zweite getauscht als Spezialtausch zum Entwickeln und schmeißt zwei andere weg. Hannes hat bestimmt auch noch welche. Oh mein Gott. Ich glaube, wir fangen lieber das Olini, weil das ist einfach besser. Genau, wir schmeißen dich mit Viscora. Das macht mehr Sinn. Wie viel Viscora hast du denn? Muss ich gucken, weiß ich nicht. Weißt du überhaupt, was das ist? Jo, okay. Ich denke schon. Das komische Ding, genau. Das ist schon die ganze. Die Schnecke hätte ich gesorgt. Gesorgte Schnecke. Ja, das machen wir, da kann man ja schön. Füttert immer Bären. Ihr wisst, euer Levelaufstieg naht bald von 41 auf 42, wenn ihr 200 Bären gefüttert habt. Ihr spawnt schön viel Olin, muss ich sagen. Sonst finde ich es schade, dass ich immer die ganzen Bären weggeworfen habe. Und jetzt merke ich, ich brauche gelbe Bären und habe einfach keine. Und du kriegst halt auch gefühlt keine. Drehst drei Stops, hast du keine gelbe Beere dabei. Hm. Das ist sehr schade, ne? Ja, was kenne ich? Die schmeiße ich bin nur damit bestückt. Ich schmeiß die meistens auch am ehesten. Ich kann dir gerne einen abgeben. 100, 100, 191. Na, da brauchst du ja den 91er wahrscheinlich nicht. Ein XXL. Dann dreh mal hoch, oder? Oder bist du denn so um? Ach, Hannes, das macht keinen Sinn, haben wir doch festgestellt. Behalten wir lieber. Es würde jetzt funktionieren, aber nur mit Spezialtausch, Entwicklung, anderem Zweitausch, zwei verschicken. Um dann 100 zu haben, um den Spezial getauschen. Riesig! So, ich habe jetzt hier den. Riesig, okay. Den setze ich gleich in den nicht vorhandenen Showcase. Das ist gut, ja. Riesiger Irbis? Ja. Gibt's doch keine Showcases, glaube ich, oder? Nee. Jetzt gerade nicht. Hier finde ich erst noch. Die kommen schon wieder. Ja, gut, auch, ja. Fortschritt! Oh, ist der fett! Mann, der sieht so gut aus. XXL, der scheppert richtig rein mit seinen 17 WP auf jeden Fall. Ich habe vor, da wäre jetzt noch ein Shiny dabei.
Das wäre der Hammer. Das wäre cool. Ja. Das wäre richtiger Brontosaurus, würde es dann. Ich komme halt nicht auf diese blöde Spinne. Da muss man es halt hinlegen, man muss eben liegen werfen. Was hat sie gut? Leg dich erstmal hin. Oh Mann! Was macht der denn? Genau. Marzielwasser, Junge! Jetzt und wieder daneben. Ich verstehe es nicht. Ein Schluck. Wenn ihr immer mit dem S22 spielt und einfach so macht, das geht hin. Dann spielt ihr mit dem iPhone für eine Aufnahme und macht so, das geht immer drunter. Also das ist sehr, sehr... Ich würde da lieber mit dem S22 spielen. Kein Zielwasser trinken. Aber da habe ich dann immer Probleme beim Rüberziehen und Rendern der Dateien, weil sich das Programm immer aufhängt. Deswegen muss ich es eigentlich mit dem wieder machen. Oh, da ist ja noch ein riesiger gekommen. Mit 333. Auf dem Balkon oder was? Nee, hier, ihr Biss. Mit 333 auch ein riesiges. 333 klingt aber gut. Das ist die Hälfte. Wenn du den entwickelst, dann hat er 666 oder was? Oh, das wäre cool. Das wär's. 666 ist immer gut. Gut, riesig aber. 8,89 Kilogramm. Ob der größer ist als der andere? Ja, meins ist nicht so. Neuer Rekordgewicht. Bei mir ist es das leichteste vom Gewicht her, 7,85 Kilogramm. Dafür ist es klein. Also es ist nicht das größte. Das kleinste, steht überall kleinste bei mir. Das macht doch keinen Sinn bei mir, XXL. Das bin ich ist, ja, also wahrscheinlich 60, hast du größere. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du größere. Es ist auf jeden Fall 60 cm und 7,85 Kilogramm schwer. 60 cm, so ein doppeltes Schullineal. Ja, ich sehe gerade, ich habe hier eins mit 14 Kilogramm, also von daher. Die denken jetzt bestimmt, die haben schon 10 Bier getrunken und so, aber ne, wir sind eigentlich so, wir trinken dann immer Bier, damit ihr denkt, das kommt vom Bier. Dabei sind wir so und haben immer eine Bierflasche dabei, die leer ist, damit die denken, das kommt vom Bier. Aber eigentlich sind wir so. Da ist eigentlich nur Wasser drin. Oh nee. Jetzt darf ich nichts mehr fangen. Weil ich ja sonst meine Hyperbälle für den Sea Day verbrauche. Außer Olini. Olini darf ich fangen, das ist eine Ausnahmeregel. Habe ja gemerkt, beim Irbis brauche ich keine Bonbons und brauche nicht fangen, weil den kannst du ja einfach so. Eigentlich müsste ich jetzt warten, bis ich die 3 Stops drehen kann, darf. Dann kann ich erst wieder was fangen. So. Aber man kann ja mal antippen, ob irgendwas shiny ist. Staravia klingt auch wie eine Biersorte. Spritzel, Bitz, Blitz, Schwitz. Ich glaube, den habe ich noch nicht mal als Pokédex-Eintrag. Fängt man den jetzt? Sinnlos. Hasse, aber das sieht man hier anhand des Pokéballs. Wieso? Was macht er dann? Ist das etwa wie in den Spielen oder was? Ja, das wird dir dann markiert. Wenn du so einen Pokéball dran hast, dann hast du den schon mal gefangen. Aha. Ja, gut, dass man das auch mal erfährt. Das hätte ich niemals mitbekommen. Seit 2016 jeden Tag gezockt im August. Nee, bis jetzt noch nie drauf geachtet. Nee. Das ist mir erst so zwischendurch, glaube ich, bei meinen kleinen Accounts aufgefallen. Die Pokémon, die mir da noch gefehlt haben, die haben dann halt dieses Symbol nicht. Das ist halt dieses. Das ist in den Hauptspielen ja auch so immer diese Pokéball-Symbol. Und das bedeutet halt eben, das hast du schon. Kann sich entwickeln, das ist aber schön. Da gehen wir mal drauf. Vielleicht finden wir ja irgendwas, was sich entwickeln lässt. Frospino, Molini, Quax, Ferguli, Viscora, Grabox. Oh, ich kann die Mantis entwickeln, shiny, um es dann wegzuschmeißen, weil ich finde das Pokémon mega hässlich. Die kleine Vorentwicklung, die große Endentwicklung, die shiny Farbe, alles, weiß ich nicht, kann damit nichts anfangen. Sieht halt aus wie beim Chinamann vorhin ins Essen gemacht. Im Pokédex registriert, das ist wichtig, das wollten wir ja haben, das heißt, den können wir jetzt hier vernichten. So, weg damit. So, was haben wir sonst? Nix, liegt immer noch das gleiche Zeug da, aber wir können, oh, wir haben eine gelbe Beere. Noch eine gelbe Beere. Schaffen wir noch eine? Warte, ich will erst drehen. Nee, ein Geschenk. Jetzt kann die Olive kommen. Mit gelber Beere, 2 gelbe Beeren. Wichtig, 6 Bälle. Ja, das hat das, was war denn das? Das Weberak. Das Weberak hat alle Bälle gefressen, deswegen ging da nichts mehr. Todesbienen sind zurück.
Verwende 18 von 200 Bären. Hm, dauert noch. Da ist ein Magnetilo. Das ist sehr schön, aber man dafür jetzt was aus. Also es soll ja nicht so sein, dass ich nur hier sitze und auf Oliven warte. Man will ja schon was fangen. Okay. Nackte Zone, ne? Nackte Zone, die nackte Kanone. Und Nasgnet kannst du jetzt auch entwickeln. Sollen wir abholen? Wer was? Wir. Wer holt wen ab? Mach doch, wenn dir langweilig ist. Hast du genügend Dings. Ich kann doch nicht mal meine Belohnungen abholen, weil ich keine Bälle habe. So, da war doch, da oben ist noch ein Irbis, Kürbis, Irbis. Reicht schon, passt schon. Weil da brauche ich ja trotzdem, kann man mal mitnehmen für Bonbons. Also da kann man ruhig mal einen Ball drauf werfen. Wie sitzt in den Belohnungen schon drin? War ich gerade, hab gerade eins mitgenommen, jetzt nehme ich noch das hier mit. Gucken, ob ein Shiny dabei ist mit guten IV. Was brummt denn hier immer zu? Ist der Wecker wieder? Ich den Wecker noch nicht. Hannes, unser Video ist gerade rausgekommen von der Raid-Tour. Wow! Sehr cool. Jetzt stehe ich immer noch hier, muss warten. Aber ich könnte schon wieder ein Ei in eine Maschine werfen. So. Und dann? Nix. Hier sitzt eine Tanne. Hast du Rauch angemacht oder was? Nö, das ist hier vom Modul. Bei mir nicht. Vom Magnetmodul. Ja, Magnetmodul. Bei mir sitzt da nichts. Das ist seltenes Pokémon, das wird mir nicht angezeigt. Jetzt ist es da. Wunderbar. Das zweite? Da würde ich aber jetzt auch mal eine gelbe Beere draufhauen. 5-3. Wie viel war das erste? Das erste war 5-5-5-3-6, glaube ich. Dann war das besser. Ja, weitaus besser. Der hat 15-15-10 gehabt. Ah, schon wieder. Hyperbälle. Brauchst du? Seed-Day. Gehst du zurück? Machst du nix? Das ist halt das Problem beim Free-to-Play-Account, ne? Sonst könnte ich mir jetzt einfach Bälle im Shop kaufen. Aber ja, super. Sind das zwei? Tunnel? 12er? Wieso fängst du das nicht? 12er. Oh, 2 12er, Hannes, hast du aber gehört. Ich weiß nicht, ob das 12er sind, aber. Ja, dann fang's, dann siehst du ja, ob es noch da sitzt oder nicht. Ja, bin ich gerade dabei. Da das bin ich dabei. Jetzt bin ich gerade dabei. Da ist ein Flubball, aber. Das ist weg, Win. Das dürfen wir ja nicht fangen. Na gut, dann machen wir weiter. Wir können kurz davor rennen und den Stop drehen und dann wiederkommen. Den dritten. Vor allem ist die ganze Stadt gelb. Was habt ihr gemacht? Wow, nein. Da sitze ich. Genial. Gut, 2 Uli. Jetzt muss ich mal kurz hier reingucken. 2 5 8er. Tax Girl. Crisco 80 vor 46 Minuten. Wer auch immer das ist, Grüße gehen raus. Hier bestimmt auch. Crisco 80. Und hier unten? Crisco 80. Und der hier? 59 Minuten. Hm. Was ich auch drinnen mit reingesetzt habe. Boah, wenn ich jetzt warte, bis ich die Stops wieder drehen kann, sind bestimmt die Ulini weg. Also das heißt, ich muss die so fangen. Mit dem Hyperball beide. Oh, 2 Ulinis, 2 Hyperbälle. Warum tust du mir das an? Klasse, Ulini wurde gefangen. Wusch. 63 Bonbons, das ist halt nix in dem Sinne. So, schmeißt du drauf. Gelangweilt mit dem Daumen in einer Hand. Wunderbar. Wie viele Ulini-Bonbons hast du? 50. 66 jetzt. Wow, Hannes. Wie viel hast du? 45. Toll. Der hat schon 1 auf 50 gezogen, Mann. 63 und Nummer 4. Da ist wieder ein Grabs. 5-16er. Da, 3 habe ich schon entwickelt. Komplett. Nur einmal. Ja stimmt, das ist ja dann ein Baum am Ende.
genau. Das ist nur ein kleines Sträuchler gewesen. Oh, 6 Bälle, alle wieder für den Irbis drauf. Außerdem, man hat ja eine Anzeige an der Kamera, die zeigt, wie lang es filmt. Also weiß man ja, wenn die halbe Stunde voll ist an der Kamera, dass die Module dann auch irgendwann ausgehen. 5,22, jawohl, es wird immer besser. Ich fange jetzt hier das Knofensa, das hat nämlich eine Wetterbrust und deswegen gibt es mehr Staub. Angriff. Ja. Also irgendwie hatte ich so Lokmodul-Sessions irgendwie spannender in Erinnerung, wenn wir am Strich gesessen haben damals. Da ging es immer bam, bam, bam. Jetzt sitzt du hier und wartest die ganze Zeit irgendwie. Und dann kannst du nicht fangen. Also das hatte ich damals nicht. Das war, glaube ich, auch noch Corona-Zeit. Ja, und das war ja Zeit, da hat man auch seine Box erstmal voll gepumpt, dass man viel Itemplatz hatte. Wenn man dann mit 800 Bällen gestartet ist am Lokmodul, dann hat das gereicht, dann konntest du auch einfach alles verschießen. Das nächste 13, 15, 13 mit 5, 24. Irgendwas vergesse ich bestimmt, so wie ich mich kenne. Das dürfte auch schon entwickelt sein. Also gefangen ist es auf jeden Fall. Da kannst du drauf gucken. Noch ein riesiges. Normale Flunschlick dürfte ich nicht haben. Oh, wei, weg. Oh, wei, oh, wei. Jetzt hängt es sich auch noch auf. Oh, wei, oh, wei. Das Flunschlick liegt im Wasser. Böse Flunschlick. Da müssen wir neu starten. Das bringt so nichts hier. Hier, Fahrer, ich tue es mal kurz bei dir abstellen, bis das neu gestartet ist. 3 riesige hintereinander bekommen. Ah, ja, aus der Forschung, ja. Ja, ja. Das ist eigentlich normal. Ja, da standet da, dass man hohe Chance hat, extra großen zu begegnen, wenn man sich die Forschung holt. Die müssen dich ja anlocken, ja, dass du da dir das Ticket holst. Ja, 3 oder 4 Stück, glaube ich, am Ende bekommt man. Ja, 14,23 Kilogramm das Teil. Hm. Ich gucke mal, ob ich noch was entwickeln kann. Irgendwas Sinnloses hier. Honnyu. Ja, bringt 93er. Mir ja nichts. Ich brauche was mit. Genau hier habe ich doch Aufgaben, wo ich Entwicklungs-Items nutzen muss. Und die brauche ich jetzt eh wegen Level Up, dass ich Entwicklungs-Items nutze, um Pokémon zu entwickeln. Mhm. Und bei Mirapla ist das ja der Fall, deswegen gucken wir mal kurz hier drauf. Uns fällt mir nämlich gerade nichts ein, was es noch gibt, was ich noch so habe. 100 Bonbons, zu Blubella, um es dann wegzuschmeißen. Gut, machen wir mal. Oh, 15 Items. Geweiher habe ich noch nicht. Das weiß ich. Geweiher? Eigentlich weiß ich nichts, weil ich keine Übersicht habe. Kannst du ja jetzt sehen, wenn du das Symbol. Ich achte mal drauf. Und das schmeißen wir weg. Ich hoffe, ich kann auch schon wieder drehen. Nein. Aber oben sitzen 2 Oliven. Geh mal weg mit deinem Gehweiher. Die Oliven sind im Haus. Jetzt Schnellfangtrick kommen, die sind eh immer grün. Finde ich schön, dass bei den grünen Oliven der. Toll, jetzt sind sie weg. Ja, dann nehmen wir doch das Gehweiher mal angeklickt. Dumme Oliven. Ja, anscheinend ist es auch schon da. Das macht doch gar keinen Sinn. Wo soll man denn Gehweiher her haben? So, Gehweiher und. Hat es schon. 7 Bomben. Kann ich ja verschicken, braucht man nicht. Habe ja zu wenig, um es zu entwickeln. Sitzt da unten, drückt mal weg, nehmen wir mal das Obei mit. Jo. Obwohl, das wird auch wieder nichts, wenn ich sehe, wie orange der Kreis ist. Doch, ist drin. Pikachu Shiny wäre natürlich was Cooles. Weil das ist ja so der Grundgedanke von jedem Account. Ein Pikachu zu haben. Ich muss jetzt aber ein bisschen was verschicken. Kann sonst nämlich nichts machen. Normales scheint die Pikachu bekommen. Ja, das brauche ich nicht, Daniel, komm, brauchst du nicht, ganze weg. Magnetilo, brauchst du nicht, ganze weg. Oh, 5,30 sogar. Wir brauchen nicht mal was bewerten. Also der Hannes bewertet, die Shinaya bewertet. Die gucken immer mal, ob ein 4-Sterne auch dabei ist, aber. Wenn das Pokémon Quatsch ist, da brauche ich auch keinen 4-Sterne haben mittlerweile. Brauchen wir einfach nur noch Platz. Platz ist das Einzige im Leben, was noch zählt.
wir können schon, ach doch, da, 7 Bälle haben wir noch. Dachte schon, den kann ich gar nicht fangen. Ah, ich hoffe, der Arzt gibt mir morgen einen Einlauf, damit der Hals besser wird, damit ich dann nicht mehr die ganze Zeit husten muss. Die ganze Zeit kämpft man mit sich, dass einem nicht die Eingeweide rausfliegen. Ich schätze mal, der gibt dir irgendwas zum Inhalieren. Wie, ich denke, Kiffen ist verboten, ne? Stell dir mir eine Bong hin oder was? Oder so einen Spüleimer? Vielleicht, ja. Ja, wenn hier der Arzt das erlaubt, ist das alles legal. Naja, das, das suche ich mir einen anderen Arzt. Das in Deutschland trotzdem schon legal ist. Auch wenn es der Arzt erlaubt. Ein Nachsichtsmädchen. Was die für Themen haben. Ach, das kannst du ja gleich entwickeln. Wunderbar. Das ist bestimmt jetzt an dem Magnetmodul erschienen. Die Kamera filmt 31 Minuten. Kommt drauf an, wie lange ich am Anfang geredet habe, bevor die Module gezündet sind. Das heißt aber, dass sie gleich ausgehen, also nutzt den Rest noch. Nehmt noch mit, was kommt. Da brauche ich auch jetzt nicht mehr auf die Bälle achten. 61, das sieht gut aus. Da war jetzt aber kein Ball dran, das heißt, das war das erste, das war der Pokédex-Eintrag. Jetzt habe ich genau 3 Bonbons, als ich das gefangen habe. Kann ich aber trotzdem nicht entwickeln, auch wenn das blöde Modul an ist, weil mir fehlen ja die Bonbons. Die Bonbons, genau. Nein! Was ist WhatsApp? Genau. WhatsApp müsste ja grün sein, so wegen WhatsApp müsste das ja irgendwie so in Kooperation da hier. Schon wieder 399 von 400. Schmeißen wir mal alles weg. WhatsApp. Baumbull! Braucht einen Entwicklungsstein. Habe ich auch noch nicht entwickelt. Habe aber keine Bonbons. Schmeiß ich es weg. Fertig. Weg. Alles fort. Bonbons sammeln. Alles fort. Normalerweise kann man sowas aufheben, wenn man es als Buddy nimmt, damit läuft, um die restlichen Bonbons zu erlaufen. Für die Dex-Einträge, die man braucht. Aber weil wir keinen Bock mehr haben, müssen wir alles wegschmeißen. Und dann, wenn man irgendwann sieht, ey, da ist ein Schatten dran, ich kann es entwickeln, entwickelt man es halt dann. Du darfst ja nicht so viel Mühe geben. Ein noch. Modul ist aus. Oh oh! Bei mir sind noch alle 3 an. Ja, bei mir auch. Jetzt sind 2 weg. Da ist noch. Ah, jetzt dachte ich, da kommt noch eine Olive raus. Nein, es ist nur noch ein Lil Minip. So, und was war euer persönliches Highlight jetzt aus dem Modul? Die Olive. Die Olive. Ich hau noch mal eins rein. Meins war Mobile. Ne? Wieso, Hannes? Was machst du da? Mooslock-Modul noch eins reinhauen. Und ich hab keine Bälle. Scheiße. Mach, was du denkst. Das war's von meiner Seite aus. Noch eine halbe Stunde, das überlebe ich nicht. Dann nur ohne Kamera und ohne Bälle. Ja, ja. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wann habt ihr das letzte Mal eine Lokmodul-Session gemacht, wo ihr vielleicht 3, 4, 5 Stops, wenn ihr sowas habt, nebeneinander anzünden könnt? Mit Homies dabei, mit Faxe, Red Erik war der auch dabei. Danke an der Fahrer übrigens. Danke. Danke für die Kamera. Du hast ja gar nicht von deinem Bier getrunken. Guck doch mal, bist immer noch zu. Was ist das denn? Mensch, hätten wir dir auch keins besorgen brauchen. Arme Schneider. Jetzt schau mal du das an, jetzt kannst du das Krabbox entwickeln. Das hast du doch jetzt mit Absicht gemacht. Da müssen wir jetzt mal rein und müssen das Krabbox entwickeln. Das ist das Highlight dann von dem. Guck dir das an. 50 Bonbons sind da, neuer Pokédex-Eintrag incoming. Darauf erstmal noch ein Faxe. Jo, Bruce. Ach, die immer mit einer Stoßerei. Jetzt weiß ich, wieso mein Hals kratzt. Durch die Metallsplitter. Oh, sieht das toll aus. So, wenn ihr wollt, dass der Daniel Schilling mal hier sitzt und die Sabrina ja, genau. Spiel da sitzt, dann schreibt sie mal an und sagt, die sollen das mal machen. Aber dann sollen sie auch Faxe Red Erik mitbringen. Das war's. Red. Red. Red Erik, genau. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes, eure Genaya. Fiert's euch. Fiert's euch. Ja. Bis denne die denne. Bis denne die denne. Kann man ja noch mal zeigen. Guck, so sieht der Hannes aus. Wenn ihr die überhaupt mal gesehen habt.
Das, was da so lacht wie ein Kaninchen. Genau. Wo ist denn der Fahrer jetzt hin? Der ist schon wieder austreten im Gebüsch. Ja. Und ja, der Jenner hier, die tastet ja auch immer Sachen. Genau. Und tut so Challenges Zeug und die spielt das Zeug und die spielt Pokémon und die ist total und da habt ihr hier und alles. Peace out. Vorhaut.